Guten Tag und willkommen zu einem neuen Video hier auf Own Galaxy und heute zeige ich euch die Top 5 der besten Apps zum Filmen und ich würde sagen, starten wir auch gleich, auf geht's! Ein beliebtes Stilmittel unter den Filmemachern ist ja bekanntlich der Zeitraffer. Allerdings hat der so seine Nachteile und zwar verbraucht er einmal sehr, sehr viel Speicherplatz, weil man eine große Videodatei benötigt und er verbraucht halt auch sehr, sehr viel Akku, weil man halt eine große Videoaufnahme erstmal machen muss, die man dann später halt zusammenschrumpfen lässt. Und die nächste App nennt sich Framelapse und diese kann genau diese beiden Probleme ausstechen und zwar dadurch, dass sie immer nur Fotos macht nacheinander und diese dann zum Schluss gleich zu dem kurzen Video zusammenfügt und damit halt einmal Speicherplatz spart und halt auch akkuschonend ist. Und das funktioniert halt wie folgt, wir können erstmal einstellen, wie lang soll später unser Zeitraffer sein, zum Beispiel 10 Sekunden. Und dann können wir dann halt noch darüber hinaus festlegen, in welchem Sekundenabstand immer so ein Foto aufgenommen werden soll. Wir können zum Beispiel sagen, alle 3 Sekunden soll ein Foto aufgenommen werden und dann macht es alle 3 Sekunden einmal Klick und die Kamera nimmt ein Foto auf, packt das zum Schluss alles zusammen, dass es dann genau 10 Sekunden werden. Und das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr cooles Tool und ich habe da schon ein paar coole Aufnahmen mit gemacht. Ich kann euch ja jetzt mal eine einblenden und danach können wir auch zur nächsten App kommen. Weiter geht es mit der App AZ Screen Recorder und was diese macht, ist eigentlich relativ simpel. Und zwar nimmt die einfach euren Smartphone-Bildschirm auf und das kann man zum Beispiel für Let's Plays benötigen oder ich mache es ja zum Beispiel auch gerade hier, damit ihr das sehen könnt. Und da gibt es halt wirklich sehr, sehr viele Möglichkeiten, wie man das Ganze verwenden kann. Und es ist immer mal cool, so eine App auf dem Handy zu haben, falls man das mal spontan braucht. Die App ist kostenlos, deswegen probiert sie gerne mal genauer aus. Die nächste App nennt sich VLC Player und das ist einfach ein Media Player, der gerade sehr, sehr gut für Videos ist, weil er auch alle verschiedenen Videoformate beherrscht. Das heißt, ihr könnt hier zum Beispiel auch eine WMV oder so drauf öffnen und das wird alles schön abgespielt. Außerdem hat man eine sehr, sehr gute Übersicht über all seine Videos und das kann manchmal, gerade wenn man sehr, sehr viele Videoschnipsels hat, sehr, sehr praktisch sein. Deswegen ist es immer gut, wenn man eine App wie VLC Player auf dem Smartphone installiert hat. Weiter geht es mit der App Filmora Go und hiermit können wir Videos an unserem Smartphone schneiden und ich finde, bei dieser App passt einfach das Gesamtbild. Das heißt, die App ist an sich stylisch aufgebaut und auch die Menüs sind übersichtlich und auch die Funktionen stimmen. Wir können halt einfach einen Schnitt machen, wir können Musik drüber legen, wir können irgendwelche Titel einblenden und so weiter. Da muss man sich einfach mal durchklicken, aber der größte Vorteil ist, denke ich mal, dass die ganze App kostenlos ist und auch auf so ein Wasserzeichen verzichtet. Das ist ja bei ganz vielen anderen Schnitt-Apps, dass halt immer so ein Wasserzeichen eingeblendet ist, wenn man die App nicht gekauft hat. Und hier wird einfach nur, ich glaube, für eine Sekunde hinter das Video Filmora gezeigt und das könnte man, denke ich mal, verkraften. Das ist auf jeden Fall eine gute Sache, deswegen probiert die App gerne mal genauer aus. Wenn man gerne Videos produziert, möchte man diese ja auch irgendwelchen Leuten zeigen, weil sonst macht ja so ein Video keinen Sinn, wenn man sich das nur selber anschaut. Und da führt der Weg natürlich meistens nicht um YouTube herum. Und gerade wenn man einen eigenen YouTube-Kanal hat, möchte man da ja auch auf Kommentare eingehen können, Statistiken einsehen können und das Ganze halt ein bisschen managen können. Und das kann man super in der YouTube Studio App. Und da hat man wirklich einen sehr, sehr guten Funktionsumfang. Das wurde sehr, sehr verbessert in letzter Zeit. Man sieht halt alle Statistiken, man kann super auf Kommentare beantworten, man sieht die ganzen Videos, man kann diese managen und so weiter. Das ist auf jeden Fall ein guter Funktionsumfang und ich benutze die App halt auch persönlich täglich eigentlich. Deswegen kann ich sie euch hier auf jeden Fall nur empfehlen und sie musste in diese Liste mit reinkommen. Das war es jetzt leider auch schon wieder von diesem Video. Ich hoffe, da war eine coole App für dich dabei. Schreib mir doch gerne mal in die Kommentare, welche App dein Favorit war oder auch welche Kategorie ich nochmal so vorstellen soll. Und ansonsten abonniere auf jeden Fall meinen Kanal, um immer auf dem neuesten Stand in der Smartphone- und App-Welt zu bleiben. Und ansonsten hoffe ich, dass wir uns dann auch beim nächsten Mal wiedersehen. Bis dahin, viel Spaß und tschüss.